Hallo, liebe Tina. Hallo, lieber Tom. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es dir, Tom? Mir geht's hervorragend. Ich habe Wasser. Es ist extra endlich mal so ein bisschen abgekühlt. Wir hatten hier sehr, sehr lange viele schwüle 30 Grad. Und insofern ist es hier endlich mal so ein bisschen abgekühlt. Und das ist ganz schön. Wenn man das Fenster aufmacht, kommt endlich wieder mal ein bisschen Luft rein. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Bei uns in Waldeck ist es auch ziemlich schwül und ziemlich schön, muss ich ehrlich sagen. Erstmal ganz herzlichen Dank für deine wunderschöne musikalische Einstimmung hier am Sonntagmorgen. Das ist wirklich der ideale Anfang von einem richtig guten Brunch, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen. Und damit herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuschauer, hier bei unserem Waldecker Wilden Brunch. Mein Name ist Tina Teucher, ich bin Moderatorin für das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit. Tom hat es gerade schon kurz gesagt. Und ich freue mich sehr, hier diese wilde Zeit mit euch zu begleiten, ab und zu vielleicht jemanden zu domptieren oder auch zu zähmen, aber vor allen Dingen auch das Wilde aus uns allen rauszukitzeln und vor allen Dingen aus diesem spannenden Thema essbare Wildpflanzen, unser Thema heute. Ja, wir sind hier auf den Hollerhöfen im wunderschönen Waldeck in der Oberpfalz. Und letztes Jahr haben hier die ersten Waldecker wilden Tage stattgefunden mit über 1000 Teilnehmern. Ja, leider nicht so klappen, aber ich freue mich umso mehr, dass wir viele, viele hundert Menschen heute online sind, die wir jetzt herzlich begrüßen. Hallo zusammen. Wir haben schon gesehen, ihr habt uns schon im Chat geschrieben, ihr seid da aus Niedersachsen, aus Berlin, aus München, aus einem Wildgehege. Das ist klasse, weil diese Vielfalt spiegelt sich letztendlich auch in der Natur und in den Wildpflanzen und genau das brauchen wir. Für die Waldecker wilden Tage ist diese verrückte Zeit, die wir jetzt gerade haben, vielleicht genau das Richtige. Essbare Wildpflanzen gilt, schmeckt gut, tut gut und kostet nichts. Das heißt, genau das, was wir jetzt brauchen, um unsere Widerstandsfähigkeit zu reaktivieren, uns selber zu stärken und das einfach für uns gut zu nutzen. Heute wird es richtig wild, bunt, lecker und vielleicht auch ziemlich grün. Das werden wir nachher noch bei den Smoothies sehen. Das heißt, in den nächsten Stunden erwartet euch ein bunter Mix mit tollen Rezepten, wo ihr Zähne zeigen könnt, Löwenzähne nämlich, mal ausprobieren könnt, wie es ist, Brennnesseln zum Brennen zu bringen oder das Brennen zu verhindern. Wir haben tolle Rezepte zum Mitmachen, Gespräche über den Wert der Natur und was ihr von ihr lernen können. Ein Familienquiz mit tollen Gewinnen, das heißt gut zuhören, auch an die Kinder da draußen und nachher beim Familienquiz mitmachen und gewinnen und natürlich Live-Musik mit dem wunderbaren Tom Friedländer und vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, es ist für jeden was dabei, da ist nicht zu viel versprochen. Ja, aber die Gäste, die werde ich euch auch gleich noch vorstellen, aber wir wollen auch euch kennenlernen. Einige von euch haben uns schon im Chat geschrieben, den wir hier mit beobachten können. Und da laden wir euch alle ein, das alle mitzumachen. Das heißt, unter dem Livestream findet ihr ein kleines Kästchen, da könnt ihr auf das X drücken, einfach als Gast chatten. Ihr müsst euch da nicht anmelden und wir freuen euch, von euch zu lesen, eure Fragen, eure Kommentare, eure Ideen vielleicht auch.